Dieses Video hier wird wahrscheinlich mehr oder weniger eine Ansage an einige YouTuber sein und auch natürlich deren Community sein, die mit ihrer Reichweite jede Menge Scheiße veranstalten. Wie wahrscheinlich schon die meisten mitbekommen haben, habe ich zuletzt ein Video zu 24Tim und diesem Song hochgeladen und der Reaktion von Mustihaft auf diesen Song. Und da sich Mustihaft transphob, homophob und auch sexistisch in seinem Video geäußert hat, hatte ich gehofft, dass die Mehrheit checkt, wie ekelhaft dieses Verhalten eigentlich ist. Ich meine, mit 1 Million Abonnenten hätte man jetzt eigentlich auch damit rechnen können, dass man ein bisschen reflektiert darüber nachdenkt, was man alles so im Internet äußert. Aber anstatt, dass man einfach normale Äußerungen tätigt, sagt man lieber sowas hier zu 24Tim. Digga, er ist ja anders fett. Bruder, holy shit. Und nein, ich bin immer noch nicht homo. Verdammte Scheiße, ich weiß ja nicht, ob er schwul ist. Und selbst wenn er homo ist, ich habe schon in dem Video über 24Tim, in dem Kalendervideo, gesagt, warum ich es komisch finde, wenn er ein Kleid trägt. Wolle! Ich muss mich nicht rechtfertigen! What the fuck, guck ihr die an? Habt ihr das gesehen, dieses? Und dann mit dem Arsch wackeln. Scheiße, du kleine fette Mist. Guck mich nicht so an, ich weiß nicht, was das ist. Community strong. Oh mein Gott, er hat getwerkt. Du kleiner Wieder so viel Zensieren, habt ihr gesehen, wie er getwerkt hat. Oh, fuck. Ich glaube, es ist haram. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen Sexualitäten. Macht, was ihr wollt. Aber Bruder, das finde ich einfach nur scheiße, Bruder. Ja, wenn ich dich akzeptiere, musst du nicht in mein Gesicht hören. Weißt du, was ich meine? Dein Chir wahrscheinlich so klatscht gegen mein Gesicht die ganze Zeit. Musst du nicht machen. Bin ein bisschen wenig aus Zucker. An diese Jungs an diesem Tisch, Mario Novembro und die anderen, das war, ich bin sowas von enttäuscht. Wenn Noah ist da, glaube ich, auch dabei. Ich glaube, so heißt er. Anders enttäuscht von euch war Labila. Er hat sich sogar noch anfassen lassen. Bruder, Chef 24 Autos beschreibt dir einfach, ey, sei mal in meinem Musikvideo dabei. Auf einmal, er steht einfach mit dir vor Kleid. Sein Chir hängt da noch raus. Du siehst noch sein Chir unter seinem Kleid. Okay, also es ist laut Mustihaft komplett eklig, wenn ein Mann ein Kleid trägt und dann noch vor einem steht. Und dann wird man auch noch von dem angefasst. Wie eklig. Sag mal, geht's noch? Das ist halt maximal transphob und mit dem... Digga, er ist ja anders fett. Zeigt er auch einfach nur sein wahres Ich. Also nicht nur, dass er hierbei offensichtliche transphobe und auch homophobe Äußerungen tätigt. Nein, er bezeichnet Menschen, die nicht direkt komplett abgemagert sind, direkt als fett, obwohl 24Tim nicht mal ansatzweise fett ist. Und dazu ist ja natürlich auch noch sexistisch, weil es ist ja ekelhaft, dass Männer Kleider tragen, also ich bitte euch. Oder auch, dass Schotten teilweise den Schottenrock tragen, also wie ekelhaft sind die bitte. Und er selbst meinte ja noch, dass er sich ja nicht rechtfertigen muss, aber rechtfertigt sich trotzdem komplett billig in diesem Video. Und wisst ihr, was mich bei dem Video so traurig macht? Das Video hat mittlerweile über 400.000 Aufrufe und über 40.000 Likes und viele von seinen Zuschauern finden sein Verhalten seine Reaktion komplett natürlich und mega sympathisch. Ja, Leute, die finden das nice, wenn man solche Äußerungen tätigt und das die ganze Zeit. Also, da war ja nicht einmal irgendwas Konstruktives in diesem Video dabei. Das waren halt bloß Beleidigungen. Und ich werde euch dann noch ein paar Kommentare von den Zuschauern aufzeigen, die halt komplett am Leben vorbeileben. Aber jetzt nochmal eine Sache an die YouTuber, die genau solch eine Kacke verbreiten, wie das Mustihaft hier gemacht hat. Ey, ihr erreicht mit solchen Videos 1 Million Publikum. Wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert angelangt und durch solche Reactions werden immer noch Minderheiten als was Ekelhaftes und so weiter angesehen, die ja irgendwie weniger wert sind oder wie auch immer ich das interpretieren soll. Wenn man eine eigene Meinung zu Minderheiten hat, die jetzt nicht unbedingt positiv ist, dann kann man die vielleicht auch für sich behalten oder das mit Freunden teilen. Aber muss man das vielleicht vor der ganzen Community teilen? Finde ich persönlich irgendwie ein bisschen schwierig, vor allem wenn man mit über 1 Million Abonnenten auch ein gewisses Vorbild ist. Dann aber in einem Video solche ekelhaften Äußerungen zu tätigen, ist einfach nur Schmutz und das zeigt einfach, dass man einen ziemlich weirden Charakter hat. Denn mit Toleranz hat das scheinbar nicht ganz so viel zu tun. Das ist wie, wenn Mustihaft hier in der Gesellschaft einfach als ekelhaft angesehen wird, weil er vielleicht keinen klassischen deutschen Namen wie Jochen und so weiter hat. Und ich meine, er kann ja auch nichts dafür. Genauso wie Schwule nichts dafür können, dass sie schwul sind. Oder dass Transmenschen nichts dafür können, dass sie im falschen Körper geboren wurden. Also werdet euch jetzt endlich mal eurer Verantwortung bewusst und verbreitet nicht so eine extreme Scheiße. Und diese Reaktion, die war ja nicht nur ekelhaft, die war halt auch einfach geskriptet. Man hat ganz genau gesehen, dass er sich das Video schon mal angeschaut hat. Denn am Anfang seiner Reaction hat er ja schon ungefähr gespoilert, wie 24Tim in seinem Video reagieren wird. Also man kann es direkt auf den ersten Blick erkennen, das hat er sich nicht zum ersten Mal angeschaut. Und dementsprechend war die Reaction auch keine erste Reaction auf das Video. Und wenn man dann nämlich weiß, dass man in so einem Video, weil man es sich schon mal angeguckt hat, eh nur Hass verbreiten wird, dann wäre es vielleicht besser, gar kein Video dazu hochzuladen. Aber ich sag mal so, das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Das kann von mir aus auch Mustihaft trotzdem machen. Nichtsdestotrotz ist das Verbreiten von purem Hass eigentlich nicht der Sinn und Zweck der Sache. Jedoch hat mir sein Video mit seinen Aussagen wieder einmal gezeigt, wie ekelhaft viele Menschen
Menschen immer noch denken und es hat mir gezeigt, was für einen Einfluss Influencer auf ihre Zuschauer haben. Denn nicht nur bei ihm, sondern auch bei mir wurden dann Kommentare geschrieben, die deutlich über die Stränge geschlagen haben und wo ich mir so denke, Junge, seid ihr eigentlich komplett hängen geblieben? Und dazu kommen wir jetzt. Ich möchte nämlich jetzt nicht nur eine Ansage an irgendwelche YouTuber machen, sondern ich möchte auch eine Ansage an die Communities machen, die nicht nachdenken können. Also lauft irgendwelchen YouTubern, Influencern nicht einfach blind hinterher, denn auch diese machen Fehler, labern irgendwann mal Scheiße und ihr müsst nicht alles adaptieren. Denn nicht alles, was sie sagen, ist gut oder auch richtig. Und das gleiche gilt auch für mich. Nicht jeder Schritt, den ich tätige, ist der richtige Schritt. Und deswegen ist es auch richtig, dass ihr mich kritisiert, wenn ich mal Scheiße baue. Damit kann ich mich dann besser reflektieren und ich kann auch Fehler besser einsehen. Also labert nicht alles und jedem hinterher, nur weil es euer Lieblings-YouTuber ist, das wäre einfach das Beste. Kommen wir jetzt aber mal zu Kommentaren, die unter meinem Video geschrieben wurden, was ich einfach nicht fassen konnte. Es ist ekelhaft. Ich finde es eher asozial, eine natürliche Reaktion als Homophobe zu bezeichnen. Okay, also weil es eine ehrliche Reaktion ist, kann sie automatisch dann wahrscheinlich nicht homophob sein. Ich meine, er tätigt offensichtlich homophobe Aussagen. Natürlich kann man dann die Reaktion als homophob einstufen. Ich meine, das ist doch der Inbegriff dafür. By the way, war diese Reaktion ja auch nicht ehrlich, denn man hat gesehen, dass sie mega gestellt war. Und dazu war sie einfach nur erniedrigend. Mehr nicht. Also jeder, der auch nur einen Hauch von Videoproduktion versteht, der weiß, dass das Ganze geskriptet war. Weil man konnte ganz genau sehen, wann er wie ausrastet und wann er sich irgendwas aufgeschrieben hat, was er jetzt dazu sagt. Aber das verstehen wahrscheinlich Kinder noch nicht, die sich keine eigene Meinung bilden können. Oder Leute nicht, die einfach keine Ahnung vom Videos erstellen haben. Und ihr akzeptiert keine Religion und eigene Meinung? Wieso sollen wir euch akzeptieren, aber ihr nicht uns? Wer akzeptiert denn euch bitte nicht? Hat 24Tim etwa irgendwo in dem Statement mal gesagt, dass er irgendeine Religion nicht mag? Oder habe ich das etwa gesagt? Also, diese Aussage macht keinen Sinn. Das ist einfach nur so eine Trotzreaktion, um irgendein Argument zu finden, was nicht existiert. Nichts spricht für homophobe Aussagen. Das dient einfach nur der Ausgrenzung von Minderheiten. Und wenn es Marco doof findet, dass man seine Religion vielleicht nicht akzeptiert, dann könnte er es ja besser machen, weil er ja dann versteht, dass Ausgrenzungen nicht unbedingt sehr geil sind. Und dann könntest du als gutes Vorbild einfach mal vorangehen. Männer in Kleidern sind aber auch ekelhaft. Change my mind. Nein, weißt du was? Sexisten sind ekelhaft. Change my mind. Ich verstehe nicht, wieso es verwerflich ist, so eine Kritik zu äußern. Und wenn viele Menschen sowas einfach eklig und nicht normal finden, dann ist es doch ihre Meinung. Wieso sollte man nur wegen dem gesellschaftlichen Aspekt der Horde nachlaufen und es akzeptieren, nur weil wir 2022 haben und es akzeptiert werden muss? Also an der Stelle möchte ich jetzt schon mal einräumen. Homophobe Äußerungen, transphobe Äußerungen oder auch Beleidigungen sind keine Meinung. Das ist einfach nur dumm. Denn wenn es immer bloß eine Meinung wäre, dann könnte man ja jetzt sagen, ja, das ist alles Meinungsfreiheit. Das ist komplett in Ordnung. Nein, aber das ist strafbar. Wenn du jemanden beleidigst, dann machst du dich strafbar. Dementsprechend hört da die Meinung auf. Eine Meinung wäre jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, dass dir die Musik nicht gefällt, weil du den Text schwach findest, du findest die Hook nicht so geil und der Refrain, irgendwie ist das nicht so dein Geschmack, dann hättest du es sogar noch begründet. Wenn aber deine Meinung daraus besteht, dass die Person im Video einfach fett und auch ekelhaft ist, ohne einen sinnvollen Kontext, dann ist das einfach nur erniedrigend und beleidigend. Und ja, man sollte, um Toleranz zu fördern, vielleicht mal seine eigenen gesellschaftlichen Vorstellungen überdenken und daran arbeiten, damit man vielleicht ein besserer Mensch wird. Junge, Junge, du schaust ein Video von ihm und raffst natürlich nicht, wieso er 30.000 Likes hat. Das ist nun mal sein Humor und seine Unterhaltensweise. Und du musst mit deinem Allmann-Gelaber wieder um die Ecke kommen. Jeder soll tun und lassen, was er will, aber für sich und doch nicht so ausleben. Genau das sind die Kommentare, die mich am meisten aufregen. Ich meine, wenn transphobe und homophobe Sprüche hierbei nur Humor sind, dann weiß ich auch nicht, wo wir angekommen sind. Dann ist das ziemlich armselig, dass das dauerhaft nur der Humor von ihm ist. Und umso schlimmer ist es eigentlich, dass die Zuschauer das auch noch genauso nice finden und diese Meinung dann adaptieren, dass ja Schwule irgendwie eklig sind und so weiter. Und der letzte Satz ist halt einfach ekelhaft. Stell dir vor, heterosexuelle Menschen, die dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr küssen und auch nicht mehr die Händchen halten. Da würdest du ja eigentlich sagen, ey, das ist doch komplett normal, dass die das machen. Aber bei homosexuellen Menschen, da ist es eklig, weil schließlich sind die ja homosexuell. Das ist ja eine Minderheit. Und genau mit solchen Sprüchen fördert man eigentlich nur die Ausgrenzung von solchen Minderheiten. Und das ist definitiv nicht der richtige Weg. Also denk vielleicht mal darüber nach. Damit würdest du nämlich ganz vielen Menschen helfen, indem du einfach toleranter bist. Man darf heutzutage nichts gegen homosexuelle Menschen sagen. Man wird direkt als homophob dargestellt. Ach, sag bloß, ist ja nicht so, dass das der Inbegriff von Homophobie ist, dass du etwas gegen jemanden hast, nur weil er homosexuell ist. Junge, manchmal frage ich mich, ob die Welt eigentlich noch zu retten ist. Das ist ja dermaßen dumm, das macht mich fertig. Erstmal mit Musti auseinandersetzen und merken, dass er es in jedem Video macht. Hast du dich mal wieder super vorbereitet? Na gut, dass er mir jetzt erklären möchte, dass Musti scheinbar in jedem Video so viel Scheiße labert. Danke für die Erklärung, Jochen. Jetzt weiß ich definitiv Bescheid. Also das waren, by the way, so Kommentare, die man unter
unter meinem Video finden konnte. Und das war einfach beschämenswert. Also deabonniert mich wirklich gern, wenn ihr genau unter solchen Aussagen steht und solche Werte vertreten wollt, indem ihr Minderheiten einfach ausgrenzen wollt. Denn da werden eure Eltern auch mächtig stolz sein, wenn ihr einfach andere ausgrenzt, mobbt und so weiter, nur weil die eine andere Sexualität haben. Bei Musti gab es selbstverständlich auch jede Menge solcher Kommentare, denn die Leute, die feiern das ja scheinbar. Gott sei Dank gab es aber auch viele Menschen, die sich kritisch gegenüber dieser Reaktion geäußert haben von Musti. Danke Leute, ihr seid definitiv auf der guten Seite, denn ihr steht schließlich für Toleranz. Damit ihr aber auch mal seht, wie die Community in der Musti steht, zeige ich euch jetzt mal einen Kommentar, der auch ziemlich lustig war. Frank Schröder schrieb nämlich, dass man auch einen 24 Tim als Mensch respektieren und auch tolerieren sollte. Und daraufhin schrieb Nico, sowas muss man nicht tolerieren. LXD schrieb dann daraufhin, er ist immer noch ein Mensch, also sollte man ihm auch Respekt zeigen. Nico schrieb dann daraufhin, ja, aber der macht alles nur für Klicks und ist einfach unsympathisch und er hat ihn nur beleidigt. Also, hä? LXD schrieb dann wieder, man beleidigt grundsätzlich keine Menschen für das, was sie tun oder sind. Und daraufhin schrieb dann Nico einfach, aber wenn man sie nicht mag, klar spuckt man keinen an. Junge, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also so dumm kann kein Mensch sein, ich sag's euch ehrlich. Also die einzige Option für Nico scheint es zu sein, dass man jemanden beleidigt, nur weil man jemanden nicht mag. Man soll ihn jetzt nicht anspucken, aber beleidigen sollte man ihn schon. Das zeigt einfach, wie unfassbar ungebildet viele Menschen sind. Und das macht mir wirklich Angst, denn solche Kommentare hast du wirklich unzählige Male gelesen. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir in letzter Zeit extrem aufgefallen ist, wie viele Menschen einfach immer noch solche Steinzeitgedanken haben und gegen Homosexualität und so weiter. Sind. Damals wollte ich sogar mal ein Video mit Maxify aufnehmen. Irgendwie hat sich das dann so im Sande verlaufen. Denn er hatte mal ein Bild auf Twitter veröffentlicht, wo er ihn in einem Kleid sehen konnte. Und daraufhin wurde er auch homophob beleidigt. Und das einfach nur, weil ein Mann ein Kleid anhatte. Also bitte seid so lieb und toleriert andere Menschen, egal wie sie sind. Sie haben sich schließlich ihre Sexualität auch nicht ausgesucht. Sie sind halt so geboren und können halt nichts dafür. Und wenn wir irgendwann so weit sind, dass jeder offen mit seiner Sexualität umgehen kann, führen viel mehr Mitmenschen ein viel besseres Leben. Und das ist doch was Schönes eigentlich. Deshalb lasst uns etwas dagegen machen. Argumentiert bitte unter solchen dummen Kommentaren gerne auch, was dagegen spricht gegen diese Kommentare und dass sie definitiv falsch liegen, wenn sie Homophobie verteidigen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut und haut rein.